Liebe Preisträgerinnen, liebe Anne-Marie de Cotte, Schirmherrin der Akademie de Berlin, meine lieben Gäste, vielen Dank, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Normalerweise sind wir mindestens doppelt so viel, aber Sie sitzen ein wenig auseinander. Aber ich begrüße auch diejenigen, die uns jetzt online angucken, denn das ist ja inzwischen auch eigentlich Usus, dass man sowas macht. Ich freue mich, dass wir heute wieder einmal den Prix de l'Académie de Berlin hier in der Akademie der Künste verleihen können. Das war im letzten Jahr nicht möglich, da haben wir es dann online gemacht. Ich möchte Ihnen nur kurz ein wenig den Ablauf des Vormittags darstellen. Es wird Sie gleich begrüßen, Professor Gesine Schwan, die Präsidentin der Akademie. Dann wird ein Grußwort sprechen, Herr Dr. Tobias Heinemann von Transdev. Er vertritt die Sponsoren und dafür bedanken wir uns sehr. Und dann werden wir ein kulturelles Rahmenprogramm haben und die Preisträgerinnen vorstellen. Eine Laudatio hält Tobias Bütow, Mitglied der Akademie. Und wir sehen nochmal im kulturellen Rahmenprogramm eine Vorstellung der zweiten Preisträgerin. Und dann machen wir anschließend ein Gespräch mit den Preisträgerinnen hier. Ich wünsche Ihnen, ich möchte nicht sagen vergnüglichen Vormittag, denn es wird nicht ganz leicht, das eine oder andere zu ertragen, aber einen interessanten Vormittag. Gesine. Madame l'Ambassadrice, chère Anne-Marie, lieber Herr Dr. Heinemann, lieber Uli Wicki, Uli Wickert, so stehen wir halt miteinander ein, meine Damen und Herren. Ja, ein herzliches Willkommen auch nochmal von mir aus für die Akademie de Berlin. Es ist eine große Freude, dass wir nicht nur wieder hier sein können, sondern dass wir es eben auch live machen können. Corona, dass ich danach gleich wieder verlasse, das Thema, hat uns aber immerhin beigebracht, dass wir doch soziale Wesen sind, dass es uns nicht so gut bekommt, alleine zu sein, den Jüngeren noch weniger als uns, die wir da schon ein bisschen mehr Gewohnheit haben, dass wir also auch daraus Folgerungen ziehen wollen, und das ist eben doch einfach spürbar. Ich finde solche Grunderfahrungen, dass man nicht so gut autark sein kann, obwohl das eigentlich cool ist, wenn man von anderen völlig unabhängig ist und ganz für sich autark ist, aber wir sind es eben nicht, und je älter man ist, desto leichter kann man das zugeben. Also dafür sind wir froh, dass wir es hier wieder zusammen machen können. Im Übrigen, wie gesagt, das ist die einzige Anspielung auf Corona. Bei der Preisverleihung haben wir nicht an Corona gedacht, sondern an andere Dinge, und nicht, dass wir rückwärtsgewandt sind, aber wir glauben nach wie vor, dass die Gegenwart Frankreichs, Deutschlands, der Europäischen Union dann nicht gefesselt ist an die Vergangenheit, wenn sie verankert ist in der Vergangenheit. Das ist vielleicht ein Widerspruch, aber wenn man darüber nachdenkt, eben verankert in dem Sinne, dass wir wissen, woher wir kommen, dass wir uns erinnern, was gewesen ist, und deswegen haben wir diesen Preis. Ich führe das nicht weiter aus, weil es die Laudatione es gibt, und ich ärgere mich immer, wenn ich eine Laudatio halte, wenn die Einführung immer schon alles erzählt haben. Das mache ich nicht. Also Florian Azoulay für die Archives, für die Arolsen Archives. Und dann Céline Via und Theresa Oberhauser. Theresa Oberhauser haben wir gestern schon erlebt beim Abendessen. Céline Via hatten wir noch nicht, aber ich freue mich, dass sie auch da ist. Aus Regensburg zusammen mit der Professorin, die das alles angeregt hat, eine Romanistin, Frau von Tresco, die das, muss ich schon sagen, also einfach als Romanistin muss man sich nicht unbedingt mit solchen komplizierten historischen Sachen befassen, und man muss auch nicht so originell sein, solche Sachen anzuregen. Sie sind es, und das ist wunderbar.
Alles, was dann im Einzelnen dazu kommt, kommt später. Ich danke Ihnen sehr herzlich fürs Kommen. Ich glaube, dass man immer wieder auffrischen muss, was uns verbindet, was uns in Europa im Einzelnen und nicht nur bilateral, natürlich multilateral verbindet. Und gerade das genaue Hingucken von jungen Leuten auf das, was in Flossenbürg zum Beispiel passiert ist und was da die Zeugnisse sind, gerade auch von Franzosen, daraus einen Podcast zu machen, das alles finde ich sehr imponierend. Und mir gefällt auch, muss ich sagen, dass diese jungen Menschen nicht nur sehr inhaltlich aktiv waren und initiativ waren, sondern sich dann auch überlegt haben, wie können wir jetzt Leute, die noch ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit stehen, benutzen, damit sie uns da weiterhelfen. In dem Sinne haben sie mich angeschrieben, dass sie mich sozusagen einsetzen wollten für Propaganda. Habe ich sehr gerne gemacht und ich finde das sehr wichtig. Das ist das Einzige, was ich liefern kann. Ich habe ja kein Geld. Also das ist wirklich eine schöne Sache. Wir danken Ihnen, dass Sie als junge Menschen das machen. Das ermutigt uns. Und jetzt gebe ich weiter an Herrn Dr. Heinemann. Bisschen größer. Sehr geehrte Frau Botschafterin de Kut, sehr geehrte Frau Präsidentin Schwan, sehr geehrter Herr Wickert, sehr geehrte Preisträgerinnen und Preisträger, meine sehr geehrten Damen und Herren. Bereits zum 14. Mal vergibt heute die Académie de Berlin den Prix de l'Académie de Berlin an Personen oder Projekte, die auf außergewöhnliche Art und Weise zur Belebung und Vertiefung der Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich beigetragen haben. Wir ehren heute eine Person sowie eine deutsch-französische Studentengruppe aus Regensburg, die die Erinnerungen von überlebenden Franzosen des KZ-Komplexes Flossenbürg übersetzt und vertont hat. In zeitgemäßen Podcasts werden dabei Stimmungen und Gefühle von französischen Gefangenen lebendig und so für die heutige Generation, das spreche ich insbesondere von der Generation meiner Kinder, zugänglich gemacht. Damit leisten sie beide einen großen Beitrag dafür, dass die schrecklichen Taten des Nationalsozialismus nie vergessen werden. Als Förderer der L'Académie de Berlin ist es der Familie Rethmann, für die ich hier spreche, eine große Ehre, heute Teil einer Preisverleihung zu sein, die auf das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte Bezug nimmt und damit einen wichtigen Beitrag für die weitere Stärkung der Verbindung von Deutschland und Frankreich leistet. Die Firma Transdev, die ich hier vertrete, ist eines der vier Unternehmungen der Rethmann-Gruppe. Sie steht neben den drei anderen Unternehmensgruppen, der Remondis, der Rhenus und der Saria, besonders für den Austausch der deutsch-französischen Wirtschaftsbeziehungen in unserer heutigen Zeit. Zwei der vier Unternehmungen, die Saria und die Transdev, sind sogar französische Unternehmen und damit vielleicht ein Sinnbild der deutsch-französischen Zusammenarbeit auf wirtschaftlicher Ebene. Wir als Transdev erbringen Mobilitätsleistungen weltweit, auf der Straße und auf der Schiene, in der Luft und auf dem Wasser, und stehen so sinngemäß für die Verbindung von Menschen zu Menschen. Wenn Sie also demnächst mal in Bogota, in Kolumbien sind, dann können Sie gerne unsere neuen Seilbahnen nutzen, mit denen wir urbane Mobilität in einer Megametropole wie Bogota neu definieren. Oder Sie können unsere Fähren nutzen, mit der wir durch den Hafen von Sydney fahren. Oder wenn Sie ein Freund des Bayerischen Oberlandes sind, können Sie mit unseren Zügen der Bayerischen Oberlandbahn durch das Bayerische Oberland fahren. Oder eben auch mit unseren nagelneuen Elektrobussen, ob es sie in Toulouse, in Stockholm, in Göteborg oder in Frankfurt gibt, sehen, wie wir einen Beitrag für die Transformation und damit für die Verkehrswende in Deutschland und Europa leisten. Verbindungen von Menschen zu Menschen sicherstellen, das ist auch ein Leitmotiv, das die deutsch-französische Partnerschaft seit ihrer Entstehung versucht, mit Leben zu füllen. In unsicheren Zeiten wie diesen ist es umso wichtiger, dass wir alle,
uns als Botschafterinnen und Botschafter des Austauschs von Ideen und Weltanschauungen verstehen. Dass wir Menschen und Menschen zusammenführen. Dass wir möglichst ideologiefrei und offen für den Austausch von Werten und Kulturen sind. Tun wir dies? Ermöglichen wir, dass sich Menschen treffen, sich mit anderen Ideen friedlich auseinandersetzen und so für ein Europa der unterschiedlichen Kulturen und Regionen stehen. Wir alle, die wir für den Geist des liberalen Europas stehen, sind aufgefordert, in diesen Zeiten ein klares Signal für Toleranz und Menschlichkeit zu senden. Mit der heutigen Preisverleihung ehren wir Europäerinnen und Europäer der jüngeren Generation. Diese haben sich in vorbildlicher Weise dafür eingesetzt, dass das Leid und die Trauer, welches Menschen in der Nazizeit in KZs erleben haben, nie vergessen wird. Und das gilt insbesondere auch für Florian Azoulay, der es gelingt, Millionen Akten aus der Vergangenheit zu heben und ein Archiv zum Sprechen zu bringen. Auch in ihrer Arbeit steht der Mensch im Mittelpunkt. Wenn wir an die Geschehnisse von vor über 80 Jahren zurückdenken, so können wir von Glück und Dankbarkeit sagen, dass ein lebendiger Austausch von Deutschland und Frankreich heute die Realität unseres Zusammenlebens ist. Lassen Sie uns immer daran arbeiten, dass diese Freundschaft nie zerbricht, dass Franzosen und Deutsche auch weiter friedlich miteinander leben und dass Respekt und Mitmenschlichkeit unsere Zusammenarbeit und unser Zusammenleben immer prägen wird. Es ist ein großes politisches und auch gesellschaftliches Projekt der Zukunft, dieses Miteinander noch weiter zu vertiefen. Danke an die Preisträgerin, danke an die deutsch-französische Studentengruppe, die den Geist der deutsch-französischen Freundschaft verkörpert. Danke für Ihren wertvollen Beitrag von Menschen unserer beiden Länder. Dankeschön. Bevor wir nun zur Laudatio kommen, einen ersten Ausschnitt aus dem Podcast-Projekt der Studierenden. Im KZ Flossenbürg war ein Prinzip der SS die Vernichtung durch Arbeit. Am Eingangstor zum Lager empfing die Häftlinge der Spruch »Arbeit macht frei«. Der ehemalige Häftling Karl Schrade kommentiert dies in seinem autobiografischen Bericht 11 Jahre auf ironische Weise. Arbeit macht frei. Le travail rend libre. C'était évident. À Flossenbürg, le travail rendait toujours libre. De la manière la plus catégorique et la plus dogmatique, puisqu'il menait à la mort. Qu'on le veuille ou non, à la longue, la mort devient une véritable hantise, même chez ceux qui gardent le plus ferme espoir. Arbeit macht frei. Es war ja klar. In Flossenbürg machte die Arbeit immer frei. Und zwar auf die durchschlagendste und lehrhafteste Weise, da sie zum Tod führte. Ob man wollte oder nicht, auf die Dauer wurde der Tod zu einem nicht mehr abzuschüttelnden, grauenerregenden Begleiter. Selbst bei jenen, die sich die unerschütterlichste Hoffnung bewahrten. Flossenbürg wurde aufgrund des reichen Granitvorkommens als KZ-Standort gewählt. Das SS-Unternehmen Deutsche Erd- und Steinwerke unterhielt Steinbrüche, in denen die Häftlinge rücksichtslos ausgebeutet wurden. Die Zwangsarbeitsbedingungen waren brutal und unmenschlich. Sie führten oft zum sicheren Tod. Karl Schrade liefert eine lebhafte Darstellung der Geschehnisse seiner Zeit im Steinbruch. La préparation des pierres se fait donc dans les ateliers. Ce travail se fait uniquement à la main. Il est très dur et très malsain. Les ouvriers besognant constamment dans une fine poussière de pierre qui, je crois, finit par ronger les bronches et les poumons. J'ai vu des centaines et des centaines de ces esclaves gratuits cracher du sang et mourir rapidement sans jamais recevoir ni soins ni meilleure alimentation.
Die Zurichtung der Steine fand in den Werkstätten statt, und zwar wurde ausschließlich mit der Hand gearbeitet. Die Arbeit war sehr schwer und sehr ungesund, da man ständig den feinen Steinstaub einatmen musste, der, wie ich glaube, am Ende die Bronchien und die Lungen zersetzte. Ich habe aber Hunderte dieser billigen Sklaven Blut spucken und dann binnen kurzem sterben sehen, ohne dass sie ärztlich behandelt oder besser verpflegt worden wären. Die Arbeit war hart und die SS unerbittlich. Hunger und Kälte plagten die Häftlinge. Sie fürchteten sich noch dazu vor den Schlägen und dem Terror der Kapos. Schon ein kleiner Fehler bei der Arbeit konnte harte Strafen nach sich ziehen. Malheur à celui qui par inadvertance fait sauter un angle au cours de l'équarrissage d'un bloc. Cet accident qui peut arriver aux tailleurs professionnels est ici considéré comme un acte de sabotage. Il sera puni d'une façon draconienne. L'homme sera chargé d'une pierre de 50 kilos sur les épaules et pendant toute une journée montera et descendra de la place d'appel du camp jusqu'à la carrière, environ 200 marches au pas de course. S'il vient à s'écrouler, ce qui ne tarde pas, on lui jettera des seaux d'eau froide sur le corps, puis complètement nu, frissonnant à peine, couvert de plaies. Le malheureux ira se coucher contre les fils de fer barbelés, afin d'être soulagé d'une balle bien placée. Wehe, wenn jemand aus Versehen eine Ecke des Blocks abschlug. Natürlich konnte das auch einem professionellen Steinmetz passieren, aber hier galt es als Sabotageakt und zog eine drakonische Strafe nach sich. Dem Übeltäter wurde ein 50 Kilo schwerer Stein auf die Schultern gehievt und einen ganzen Tag lang musste er die ungefähr 200 Treppenstufen vom Steinbruch bis zum Appellplatz hinunter und wieder zum Appellplatz hinaufsteigen, im Laufschritt. Wenn er, was unweigerlich passierte, zusammenbrach, schüttete man ihm eimerweise kaltes Wasser über den ganzen Körper. Am Ende lief der Unglückliche, der vollständig nackt und mit Wunden übersät, kaum noch zu zittern vermochte, nicht selten zum Stacheldrahtzaun, wo man ihn mit einem gezielten Schuss von seinen Leiden befreite. Les allusions de Karl Schrade laissent supposer que ce que l'on entend par « quotidien » n'existait pas. Début 1943, un premier convoi de prisonniers français résistant contre le national-socialisme arriva au camp de Flossenbürg. Ce que les témoignages des prisonniers français à Flossenbürg ont en commun, c'est qu'ils évoquent l'extrême dureté du travail, les conditions de vie misérables dans les baraques et le rude climat de la forêt du Haut-Palatinat. Certaines expériences, dont il est question ici, semblent peut-être anecdotiques ou choisies au hasard. C'est vraisemblablement dû au fait que les détenus ont vécu des choses différentes selon le moment de leur détention, selon qu'ils étaient internés dans un camp principal ou un sous-camp, selon le commando de travail où ils étaient affectés, et selon l'état d'esprit de leurs camarades dans les baraques. Il va de soi que, la nuit, les détenus désiraient se remettre des épreuves subies lors des rudes journées de travail et de la terreur psychique imposée par les SS. Mais souvent, ils ne pouvaient pas passer une seule nuit reposante. Construit initialement pour 5000 détenus, le camp de Flossenbürg était, avec plus de 15 000 personnes durant la phase finale, désespérément bondé. Le prêtre français, Louis Poutrin, raconte qu'il a vécu des nuits infernales dans ce camp en juillet 1944 en raison de la promiscuité. Il fallait se mettre trois par lit. Certains revendiquaient, même par la violence, le droit d'être seuls. Les retardataires et les plus timides n'avaient d'autre solution que de s'étendre sur le sol et de se glisser n'importe où, là où le corps pouvait avoir accès. Ainsi, toutes les allées de la baraque étaient recouvertes sur toute leur surface d'un épais tapis de chair humaine. Poutrin décrit avec insistance ce que signifiait devoir aller aux toilettes la nuit.
Les corps étaient tellement enchevêtrés qu'il devenait très difficile, impossible même, de poser adroitement les pieds quand, dans l'obscurité de la nuit, il fallait aller aux latrines. Aller jusque-là provoquait tout au long du parcours jurons, insultes et coups. À cela s'ajoutait la faiblesse des détenus. Les muscles très affaiblis n'arrivaient plus à retenir l'urine. Aussi fallait-il retourner aux latrines plusieurs fois chaque nuit, et chaque fois faire vite sans pouvoir éviter qu'elles ne giclent tout au long du parcours et n'arrosent le tapis humain. Comme les latrines étaient un véritable cloaque, Poutrin réfléchit aux moyens de se soulager sans trop compromettre son bien-être personnel, ni gêner ses co-détenus. Auch andere Erinnerungsberichte zeigen, dass der Zusammenschluss in familiär geprägten Grüppchen den rauen Häftlingsalltag erträglicher machte. Die im Außenlager Holeischen internierte Französin Eliane Janagaro beschreibt in ihrem Buch Ombre aux milliers ombres, Chronique d'une résistance, wie es ihr gelang, den harten Lageralltag zu überleben. Car si nous avons pu survivre sans devenir folle, haineuse ou sans mourir de désespoir, nous le devons à ces petites cellules humaines qu'on peut vraiment appeler famille, où la solidarité était telle qu'on peut, sans aucune ambiguïté, l'appeler amour. Denn wenn wir überleben könnten, ohne Verrückt und Hasselfüll zu werden, oder ohne vor Verzweiflung zu sterben, verdanken wir es diesen kleinen Inseln der Humanität, die man wirklich Familie nennen kann, in denen die Solidarität so groß war, dass sie ohne weiteres die Bezeichnung Liebe verdient. An einem Morgen schaute eine der Frauen aus dem Fenster und schrie laut auf. Die anderen stürzten herbei. Keine von ihnen verstand so recht, was draußen vor sich ging. Soldaten in deutscher Uniform mit einer weiß-roten polnischen Kokarde umkreisten den Hof. Eliane Janagaro schildert die Befreiung mit einem dramatischen und ironischen Unterton. Sie verwendet beispielsweise das Wort Festung für den als Lager dienenden Gutshof. Un soldat a ouvert nos portes, a dit « Vous êtes libre !» Et nous avons dévalé notre escalier de pierre. Et voici, la porte de la forteresse était ouverte et la sentinelle armée était un cadavre à terre. Ce n'étaient ni des Américains, ni des Russes, nos libérateurs. C'étaient des Polonais, enrôlés de force dans l'armée allemande, déserteurs, qui avaient rejoint Amakichek. C'était le 5 mai 1945. Nous étions libres. Je ne peux pas dire le bouleversement de joie que j'ai éprouvé. C'est fini. C'en est fini. Ce n'est pas possible. C'est vrai. C'est fou. Je n'en peux plus. J'étouffe de joie. Je suis libre. Ein Soldat stieß die Tür auf und sagte: Ihr seid frei. Wir stützten die Steintreppe hinunter. Und siehe da, die Tür der Festung war geöffnet. Der bewaffnete Wachposten war nur noch eine Leiche am Boden. Unsere Befreier waren weder Amerikaner noch Russen. Es waren Polen, die die deutsche Armee zwangsrekrutiert hatte. Deserteure, die sich dem tschechischen Widerstand angeschlossen hatten. Es war der 5. Mai 1945. Wir waren frei. Ich kann nicht in Worte fassen, was für eine Freude mich überwältigte. Es ist vorbei. Damit ist es vorbei. Es ist nicht möglich. Es ist wahr. Es ist verrückt. Ich kann nicht mehr. Ich ersticke an meiner Freude. Ich bin frei.
Madame l'Ambassadrice, chère Anne-Marie de Cotte, liebe Frau Professor Schwan, lieber Ulrich Wickert, chère Floriana Solé, chère Selina Via, liebe Theresa Oberhauser, liebe Frau Professor von Tresco, lieber Dr. Heinemann, liebe Mitglieder der Akademie de Berlin, sehr geehrte Damen und Herren, chers amis. Charlotte war 26 Jahre alt, als sie starb. Wir kannten uns nicht. Wir lernten uns nie kennen. Und doch hatte sie ihr deutsch-französisches Leben an mehreren Orten verbracht, an denen auch ich lebte, die sicherlich auch Sie kennen, in Deutschland wie in Frankreich. Es gab geografische Überschneidungen, doch mit einer großen zeitlichen und damit einer grundsätzlichen Differenz. Charlotte lebte und starb im kriegerischen Europa der Gewalt, des Verrats und des Zivilisationsbruchs. Von Charlotte, der Künstlerin, die sich wahrscheinlich in unserem Kreis hier heute in der Akademie der Künste sehr wohl gefühlt hätte, hörte ich das erste Mal vor langer Zeit von einem guten Freund. Bei meinem Aufbruch nach Frankreich erzählte er mir von Charlottes Stiefmutter, die er in Amsterdam in den Niederlanden kennengelernt hatte. Eine feine alte Dame mit Seidenhandschuhen und bürgerlich-berlinerischem Akzent. Es ereignete sich an einem spätsommerlichen Herbsttag 1943, als ihre Stieftochter Charlotte verraten und verhaftet worden war, an einem 27. September in Nizza. Jahrzehnte später, ebenfalls an einem 27. September in Nizza, wurde meine jüngste Tochter geboren. In der Straße, in der wir später in Berlin lebten, in Kreuzberg, befindet sich eine Grundschule, die Charlottes Namen trägt, die einzige Schule in Deutschland, die nach ihr benannt wurde. Sie werden sie alle kennen, Charlotte Salomon. In den Aarhusen Archives findet sich über Charlotte Salomon, diese einzigartige Künstlerin, die im fünften Monat schwanger war, als sie über Drancy deportiert in Auschwitz ermordet wurde, nur ein kursorisches Dossier. Eine Karteikarte, eine Deportationsliste, auf Schreibmaschine getippt, heute digitalisiert. In Südfrankreich hatte Charlotte 1325 Zeichnungen, oft in ihrem kleinen Zimmer in Villefranche-sur-Mer geschaffen, innerhalb von nicht einmal 2 Jahren, nachdem sie in Gurs inhaftiert gewesen war. Eine, Zitat, vielschichtige Komposition des Lebens einer Generation assimilierter deutscher Juden, die paradoxerweise dem Sterben abgetrotzt zu sein scheint. Wäre dieses Werk nicht im Keller eines Hauses in der Avenue Maréchal Joffre in Nizza gerettet und überliefert worden, so bliebe uns von ihrer Biografie wenig mehr als eine Karteikarte aus den Aarhusen-Archiven. Angaben im Telegrammstil, die nur Verschlüsse zu uns sprechen, die uns wenig von den Menschen erzählen, dessen Lebenslauf sich hinter den Schreibmaschinenbuchstaben versteckt und uns allen solchen Schatz, ein solches Kunstwerk hinterließ. Auf der Karteikarte steht geschrieben, VERH, abgekürzt verhaftet. Zwar war in Aarhusen diese Karteikarte angelegt worden, weil jemand nach Charlotte in der Nachkriegszeit gesucht hatte, doch erinnerten sich in Deutschland, auch in Frankreich, jahrzehntelang nur wenige an sie. Freilich in den vergangenen 20 Jahren folgten Ausstellungen, Veröffentlichungen und ja, ein Bestsellerroman. Doch bis dahin war Charlotte für die breite Öffentlichkeit eine von mehr als 17,5 Millionen im Wesentlichen unbekannten Personen, die als NS-Verfolgte auf Karteikartenlisten in Archivalien, in den Archiven dieser Welt, in den Archiven Europas, in den Archiven Deutschlands notiert, ja bisweilen verschlossen waren. Aus der Gegenwart betrachtet ist das Gestern in eine Welt der Vergessenen und eine Welt der Erinnerten geteilt. Charlotte gehörte lange Zeit zur Welt der Vergessenen, heute gehört sie zur Welt der Erinnerten. Primo Levi, dessen Namen ebenfalls wir auf einer Liste in Aarhusen finden, schreibt in seinem Buch Die Untergegangenen und die Geretteten,
Die menschliche Erinnerung ist ein wunderbares, aber unzuverlässiges Instrument. Die in uns schlummernden Erinnerungen sind nicht in Stein gemeißelt, sie zeigen nicht nur die Neigung, sich mit den Jahren zu verflüchtigen, oft verändern sie sich. Gewiss Übung, das heißt in unserem Fall häufige Vergegenwärtigung, hält die Erinnerung frisch und lebendig, genauso wie man einen Muskel leistungsfähig erhält, wenn man ihn oft trainiert. Aber es ist ebenso wahr, dass eine Erinnerung, die allzu oft heraufbeschworen und in Form einer Erzählung dargeboten wird, dahin tendiert, zu einem Stereotyp zu erstarren, abgelagert, perfektioniert und ausgeschmückt, die sich an die Stelle der ursprünglichen Erinnerung setzt und auf ihre Kosten gedeiht. Heute sind wir hier, um den Preis der Akademie de Berlin des Jahres 2021 an zwei Preisträgerinnen, drei Preisträgerinnen, die mehrere repräsentieren, zu vergeben. Eine sich an der Universität Regensburg zusammengefundene deutsch-französische Studierendengruppe und an eine französische Menschenrechtsexpertin. Beide Werke verbindet der digitale Ansatz als zukunftsgewandte Methode im Modus des vernetzten Erzählens. Stereotypen, Routinen empfehlen sich nicht. Die neuen Muskeln, die es zu entwickeln gilt, heißen Vernetzung und Digitalisierung. Wie gelingt es uns, die jahrzehntelang allmählich gewachsene und bis heute mancherorts in Frage gestellte Erinnerungskultur für die Instagram-Generation zu übersetzen? Die Hemmnisse von Erinnerung im 21. Jahrhundert sind vielseitig. Der Generationswechsel bei wachsender zeitlicher Distanz zum historischen Ereignis. Das Sterben der Überlebenden, zumal während der Pandemie. Die Gedenkstätte Flossenbürg geht von 80 bis 90 noch lebenden Überlebenden aus. Viele Gedenkstätten in Deutschland wie in Frankreich arbeiten mit einer kleiner und kleiner werdenden Anzahl an Überlebenden zusammen. Eine dynamische Einwanderungsgesellschaft, die in Dörfern wie in Städten, in Deutschland wie in Frankreich, in Europa, sich durch ergänzende, bisweilen miteinander konkurrierende familiale Gedächtnisse geprägt ist. Monatelang infolge der Pandemie geschlossene Erinnerungsorte, Gedenkstätten und Schuljahrgänge ohne Gedenkstättenbesucher. Und die Digitalisierung, die nicht nur Chance ist, nein, sie bietet auch den altbekannten Phänomenen der Amnesie, der Negationsreflexe und des Rechtsextremismus einen neuen Modus operandi. Der Podcast Französische Stimmen zu Gehör gebracht ist eine deutsch-französische studentische Gruppenarbeit der Universität Regensburg, unterstützt vom Bayerischen Rundfunk und der Gedenkstätte Flossenbürg. Das zweisprachige Hörspiel zeigt, Sie konnten es soeben hören, beeindruckend in insgesamt 150 Minuten wie an einem Ort der formellen Bildung der Universität, in einem normalerweise in ein Semester gequetschtes Hochschulseminar, über einen fast einjährigen Zeitraum sich engagierte junge Menschen aus Deutschland und Frankreich, aus der Universität Regensburg, zum Teil aber auch aus der Universität Clermont-Ferrand, engagierten, sich wissenschaftliche Erkenntnisse in einem gekreuzten Blick aneigneten, Archivakten aus Aarhusen, aus Flossenbürg auswerteten, Schreibmethoden erlernen, Erzähltechniken ausprobieren, Texte entwerfen, zum Teil übersetzen, sowie höchst professionell als Laiensprechende den Überlebenden, Funktionshäftlinge oder Widerstandskämpfer, Männer oder Frauen, jung oder alt, ihre Stimme zu leihen. Die Studierenden aus Deutschland und Frankreich eignen sich nicht nur die Perspektive des anderen Sprach- und damit auch Erinnerungsraums an, ja, sie präsentieren die Perspektive der Überlebenden, intergenerationeller Dialog im Zeitalter der Digitalisierung. Hören Sie bitte weiter in den Podcast, auch über das, was wir heute hören durften, was die Studierenden unter ihrer Leitung, liebe Frau Professor von Tresco, hier kompakt, bewegend, mitreißend, verstörend, erklärend, musikalisch umrahmt synthetisieren. Der Bauernhof, der in ein KZ umgewandelt wurde, der schockierende Blick der ankommenden, der neu ankommenden Häftlinge auf die lebenden Gerippe, ein Weihnachtsfest, an dem die Lager-SS ihre absolute Macht dem Publikum der Gefangenen demonstrierte, vom Tag für Tag Überleben von der Befreiung. Geografisch, auch davon war hier etwas zu hören, richten die Studierenden den Blick ja
vor allem auf die Oberpfalz, auf Flossenbürg, aber auch auf Böhmen und Sachsen, auf mehrere sogenannte Außenlager dieses Lagerkomplexes. Denn anders als es das Bild der vermeintlich hermetisch abgeschlossenen Lager irgendwo im Osten lange Zeit nahelegte, krakenartig erstreckten sich die Lager über das Gebiet des Deutschen Reichs mit mehr als 1200 solcher Konzentrationslager-Tatorte, die je länger der Krieg dauerte, mehrheitlich von ehemaligen Wehrmachtssoldaten, von ganz normalen Männern und Frauen, bewacht worden waren. Doch diese Orte waren keine Nebenlager im Sinne von Nebenschauplätzen, es waren kleinformatige Konzentrationslager in der Nachbarschaft. Das Lagersystem, das kann man in diesem Podcast hören, diffundierte in die Gesellschaft vor aller Augen. Danke für Ihre Arbeit, Cher Céline Via, liebe Theresa Oberhauser und natürlich Ihnen auch, liebe Isabel von Tresco. Wir ziehen hochachtungsvoll unseren Hut. Ihr Engagement ist Inspiration und Vorbild. Als ich Florian Nasolet unlängst um einen Spaziergang bat, unser erstes Treffen en vrai, schlug sie als Treffpunkt die Rosenstraße in Berlin-Mitte vor. Jener Erinnerungsort, der von der Stärke der Frauen und der Gegenmacht des aufrechten Widerspruchs erzählt, von jenen Frauen, die in Lebensgefahr ihre Lebenspartner versuchten zu retten und denen die Rettung gelang. Nachdem Florian Nasolet unter anderem in Deutschland für die Stabsstelle des französischen Premierministers, der Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation, arbeitete, leitete die Menschenrechtsexpertin 9 Jahre lang von Warschau aus die Toleranz- und Nichtdiskriminierungsabteilung der OSZE. Seit 2016 ist sie die einzige französische Leiterin eines bundesweit europäisch sichtbaren Erinnerungsortes in Deutschland. Die Aarhusen Archives sind als Lieu de Mémoire viel zu lange nur einer Fachöffentlichkeit bekannt gewesen. Eine Organisation internationalen Charakters mit 11 Mitgliedstaaten, die das weltweit umfassendste Archiv zu den Opfern und Überlebenden des Nationalsozialismus beherbergt, seit vielen Jahren Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Seit 2016 bringt Florian Nasolet mit ihrem Team dieses Archiv zum Sprechen. Sie gewinnen eine kontinuierlich wachsende Anzahl von Freiwilligen, erreichen erfolgreich junge Menschen und testen innovativ, ja mutig, die Zukunft der Erinnerung, des Lernens und des vernetzten Engagements. Die Projekte der Aarhusen Archives sind in der Gegenwart verortet. Sie sind berührend, sie brechen mancherorts die routinierte Erinnerungspraxis auf, sie positionieren sich auf Marktplätzen oder laden dazu ein, die Privatsphäre, den eigenen Computer mit einem Mitmacharchiv, ja einem digitalen Denkmal zu vernetzen. Jungen Menschen, die Instagram- und TikTok-Generation, die politisch sicher nicht weniger interessiert ist als ihre Vorgängergenerationen, haben in unserer multimedialen Welt nur bedingt Lust auf klassische Lerneinheiten in 45, 60 oder 90 Minuten Format. Mit dem Projekt Stolen Memory, unlängst mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet für die Webseite und das Storytelling, wie es auf Englisch heißt, je suis désolé, unlängst mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet, geht Florian Nasolet mit ihrem Team dorthin, wo die Gedenkrituale der Hauptstadt weit entfernt sind. 3 Überseecontainer sind auf Reisen gegangen, die die sogenannten Effekten, den letzten verbliebenen persönlichen Besitz von Verfolgten, aus der Welt des Vergessens heben und versuchen, diese gestohlene Erinnerung den Familien der Angehörigen zurückzugeben. Oft ist dies bereits gelungen, aber in vielen Fällen noch nicht. Ringe, Uhren, Füllfederhalter oder Portemonnaies mit Fotos, begleitet von einer starken, breitenwirksamen Öffentlichkeitskampagne. Bis Ende 2022 ist diese mobile Freiluftausstellung bereits ausgebucht. In Leonberg, in Baden-Württemberg beispielsweise, wurden in diesem Sommer innerhalb von 10 Tagen mehr als 1000 Besucherinnen und Besucher erreicht.
Das Projekt Every Name Counts. Am Vorabend des Deutsch-Französischen Tages konnten wir es an der französischen Botschaft bestaunen, sehen, kennenlernen. Ist technisch, kulturwissenschaftlich und erinnerungsdidaktisch ein Meilenstein. Das Projekt verknüpft zweierlei Stränge. Zum einen eine jüdische Erinnerungspraxis an die Shoah, an die von Yad Vashem entwickelten Gedenkblätter, um den Opfern der Shoah ihren Namen zurückzugeben. Zum anderen die Methode der Citizen Science, der kollektiven Indizierung von Akten, von Listen, von Informationsträgern der Vergangenheit über die mehr als 17,5 Millionen NS-Verfolgten, mithilfe von Engagierten, mithilfe eines kontinuierlichen, wachsenden Netzwerks. Auch wir alle, auch jeder von uns kann daran mitmachen. Mehr als 10.000 Freiwillige arbeiten bereits ehrenamtlich an der Erfassung der NS-Verfolgten mit. Das war ein Tag und Nacht. Ein digitales Mitmachdenkmal, ein Archiv der neuen Art, ein Archiv des 21. Jahrhunderts, im besten Sinne einer offenen Gesellschaft. Ein Archiv, so hieß es bereits, wird zum Sprechen gebracht. Der Mensch steht hier im Mittelpunkt, der Mensch, ja, an den erinnert wird, aber auch der Mensch, der erinnert. Und so entsteht in Deutschland, Frankreich und aufgrund der Nachkriegsbiografien der Überlebenden, die auch hier dokumentiert sind, der Welt ein einzigartiges Erinnerungsnetzwerk, welches in Familien, Vereinen, Schulen, Universitäten, Dörfern und Städten es ermöglicht, auch vor Ort in der Familien-, Lokal- oder Regionalgeschichte den Zivilisationsbruch neu zu erzählen, um ihn in der Kakophonie des 21. Jahrhunderts zu bewahren. Möge es gelingen, dass dieses grenzüberschreitende bürgerschaftliche Netzwerk, das sich einem Schneeballeffekt gleich zusammenfindet, viele Odettes, Elians, Louis, Henri oder Charlottes in unsere Gegenwart holen. So stellen wir Parallelen ungleicher Biografien fest. So entwickeln wir Bezüge zu Menschen, die zu anderer Zeit dort lebten, wo wir heute leben. Damit der Muskel der Erinnerung immer wieder neu trainiert und weiterentwickelt werden kann, denn nur dann ist unsere Demokratie stark und resilient. Im Namen der Akademie de Berlin, Félicitations, der Applaus gehört Ihnen. Preisträgerinnen bitten, die Urkunden in Empfang zu nehmen. Sie, Frau Bavia, bitte. Das sind Urkunden, die haben alle diese Zeichnung von Tomi Ungerer drauf. Tomi Ungerer war unser erster Preisträger und der hat dann diese schöne Grafik für uns entworfen. Und wir dürfen sie jetzt immer als unser Symbol benutzen. Der Preis der Akademie de Berlin ist versehen mit 10.000 Euro, der in diesem Falle dann geteilt wird. Herzlichen Glückwunsch! Dann nimm doch ein Mikro da und dann liest du vor, was da steht. Ich habe den Preis für die deutsch-französische Studentengruppe oder die Urkunde, die deutsch-französische Studierendengruppe der Universität Regensburg, deren Rektor auch hier war, da sitzt er. Der ist auch sehr wunderbar hilfsbereit und engagiert in der Sache. Also deren Rektor, nein,
Jetzt habe ich mich vertan. Der Universität Regensburg übersetzte, vertonte und erzählte die Erinnerung französischer Überlebender des KZ-Komplexes Flossenbürg in 10 Episoden eines Podcasts. Tragen Sie beispielhaft Stimmen und Erfahrungswelten von Verfolgten in unsere multimediale Gegenwart. Für Gefangene aus Frankreich wurde der krakenartige KZ-Komplex Flossenbürg zu einem Synonym für Leid, Verlust und Widerstand. Ihr Gemeinschaftsprojekt ist Inspiration und Vorbild für hunderte Dörfer und Städte, die zu oftmals vergessenen Tatorten von KZ-Haft und Zwangsarbeit wurden. Dank des deutsch-französischen Engagements der Studierenden unter Leitung von Frau Prof. Dr. Isabella von Tresco entsteht ein multimedialer Erinnerungsort, der Lokal- und Regionalgeschichte europäisch erzählt. Also einen herzlichen Glückwunsch auch von mir. Das muss man dann noch mal so zeigen. Die Académie de Berlin verleiht Florian Azoulay den Prix de l'Académie de Berlin 2021 für einen herausragenden Beitrag zur deutsch-französischen Freundschaft. Florian Azoulay gelingt es, Millionen Akten aus der Vergessenheit zu heben und ein Archiv zum Sprechen zu bringen. Der Mensch steht im Mittelpunkt ihrer Arbeit. Die von ihr geleiteten Aarhusen Archives umfassen die weltweit größte Sammlung von 17,5 Millionen Verfolgten des Nationalsozialismus. In Projekten wie Stolen Memory und Every Name Counts vereint die französische Menschenrechtlerin Innovation, Engagement und Erinnerung. So entsteht in Deutschland, Frankreich und der Welt ein einzigartiges Erinnerungsnetzwerk, welches es Familien, Schulen und Gesellschaften ermöglicht, den Zivilisationsbruch neu zu erzählen und die Erinnerung an ein auch im 21. Jahrhundert zu bewahren. Ein jahrzehntelang abgeschlossenes Dokumentationszentrum wird so zu einem offenen digitalen Denkmal, welches zu Engagement gegen Rassismus und Antisemitismus und für Menschlichkeit motiviert. Berlin, 15. September 2021. So, nach diesem Foto hören wir eine Vorstellung des Projektes Stolen Memory von Florian Azoulay. Und anschließend führen wir ein Gespräch mit den Preisträgerinnen hier oben. Deswegen bitte ich Sie, nochmal Platz zu nehmen, damit wir jetzt die Vorstellung des Projektes Stolen Memory sehen können. Neunter Oktober 2019. In Halle an der Saale versucht der Rechtsextremist Stefan B. schwer bewaffnet in eine Synagoge einzudringen. An der Tür scheitert er. Daraufhin erschießt er eine Passantin und einen 20-Jährigen und verletzt weitere bei seiner Flucht. 19. Februar 2020. In Hanau erschießt der Attentäter Tobias R. 9 Menschen in und vor verschiedenen Bars und Cafés. 6 weitere werden verletzt. Fast alle stammen aus Familien mit Migrationsgeschichte. Demokratien werden offen angegriffen. Auch 76 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs und der Befreiung vom Nationalsozialismus sind rassistische Gewalttaten, Rechtsextremismus und Fremdenhass aktueller denn je. Florian Azoulay will etwas dagegen unternehmen. Gemeinsam mit ihrem Team klärt die Direktorin der Aarhusen Archives über die grausamen Verbrechen der Nationalsozialisten auf, gibt den Opfern eine Stimme und zeigt, dass die Gründe für Verfolgung nicht Geschichte sind. Zum Beispiel mit dem Projekt Every Name Counts. Zehntausende Freiwillige bauen mit den Aarhusen Archives ein digitales Denkmal, damit auch zukünftige Generationen sich an die Namen und Identitäten der Opfer erinnern können. Dabei geht es immer auch um unsere heutige Gesellschaft, denn der Blick zurück zeigt uns, wohin Diskriminierung, Rassismus und Antisemitismus führen. Jeder und jede kann helfen, Listen und andere NS-Dokumente zu digitalisieren. Wir haben sehr viele Dokumente, Millionen von Dokumenten. Wir sind weltweit das größte Archiv zu den Opfern der Nationalsozialisten. Diese Dokumente sind fotografiert worden. Man kann sie online einsehen, aber nicht alle Daten sind erfasst. Und um diese Daten so schnell wie möglich zu erfassen, brauchen wir die Hilfe von Freiwilligen, von vielen Menschen, die einfach mitmachen können.
Das internationale Archiv bewahrt historische Belege wie Deportationslisten und Häftlingspersonalkarten auf. Und in ganz besonderen Fällen sogar persönliche Gegenstände wie Schmuck, Füller oder Münzen, die den Menschen in den Konzentrationslagern abgenommen wurden. So werden Schicksale von KZ-Häftlingen und ausländischen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern greifbar. Yeah, find out his stories and what he did and if I look like him or if I resemble him and what in me did I get from him? So would I have acted the same in the same situation? I was really curious to find that out. Manchmal können Florian Azoulay und ihr Team sogar persönliche Gegenstände, sogenannte Effekten, an die Hinterbliebenen übergeben. Ein ganz besonderer Moment für die Direktorin und Menschenrechtsexpertin. Florian Azoulay will mit ihrer Arbeit Brücken schlagen zwischen der Vergangenheit und unserer heutigen Gesellschaft. Die Spurensuche nimmt deshalb neue Dimensionen an, mit einer Wanderausstellung durch ganz Deutschland. Dort erzählen Opfer und Hinterbliebene ihre Geschichten. Ich hatte ein paar Ohrringe von meiner Mutter. Sie haben mir alles abgenommen. Es ging von Lager zu Lager. Ich wusste nie, wo ich bin. Die Wanderausstellung will Besuchende ermutigen, mitzuhelfen. 2500 Effekten werden in den Arosen Archives noch aufbewahrt. Sie alle sollen an die Familien der ehemaligen KZ-Häftlinge zurückgegeben werden. Dafür war ich doch nicht bei der Polizei angetreten, um sowas zu machen. Ich habe mich geweigert. Also kam ich selbst ins KZ. Johannes Behrens, Polizist. Häftlingsnummer 56240. Die Schicksale der Verfolgten der NS-Diktatur erlebbar zu machen, damit sich auch künftige Generationen an sie erinnern. Das ist das Ziel von Florian Azoulay und ihrem Team der Arosen Archives. Damit sich dieser dunkle Teil der deutschen Geschichte nicht wiederholt. Solange es keine Namen gibt, dann sind Identitäten einfach nicht da. Und es ist sehr wichtig, als die Zeit vergeht, dass wir einfach diese Namen wieder ins Leben rufen und dass wirklich das Gedenken ins Jetzt einfach bringen. Das ist der Brief von meinem Vater, den wir 70 Jahre nach seinem Tod bekommen hatten. Jetzt wissen wir, dass er Abschied von uns genommen hat. Wir leben Zeiten, wo Geschichte einfach verleugnet wird, wo es Revisionismus gibt. Es ist wichtig, dass jeder Name ans Licht kommt, weil jeder Name zählt. Mir selber fällt das immer sehr schwer, sowas zu ertragen. Wie ging es Ihnen? Ja, es ist mir auch sehr nahe gegangen. Ich habe an einem Moment die Tränen unterdrückt. Könnten Sie bitte wiederholen? Wie ging es Ihnen? Quels étaient les sentiments que vous avez eu quand vous avez travaillé là-dessus? Je me suis sentie comme accompagnée pendant toutes ces semaines. Je pense que de lire en fait des biographies, des récits, nous implique davantage et nous donne envie aussi de les faire connaître et de les partager. Et ça a été une expérience intense. Et en tout cas, je suis très honorée aujourd'hui qu'elle soit reconnue. Florian Azoulay, wenn Sie sowas sehen wie dieser Mann, der sagt, jetzt haben wir diesen Brief bekommen, übergeben Sie diese Dinge selbst, wenn Sie können? Ja, also ich oder vor allem das Team, das kann man alles nicht alleine schaffen. Das übergeben wir möglichst selbst, aber sehr häufig muss man das irgendwie mit der Post schicken. Aber mir ist wieder aufgefallen, und ich habe diesen Film unzählige Male schon gesehen, wie viele Emotionen es jedes Mal hervorruft. Und ich glaube, das ist genau das, was wir erreichen wollen, weil nur mit Emotionen kann man Leute heute zum Engagement einfach im Grunde genommen bringen. Wie schaffen Sie es, diese
wie viel ist das, 17 Millionen Daten zu sortieren, damit zu arbeiten? Man muss in Ordnung, also eine Struktur haben. Das sind die letzten 80 Jahre sehr viel sortiert worden mit dem Papier und wir arbeiten zurzeit eigentlich fast nur digital. Und mit der neuen Erschließungsmöglichkeit, mit der Tatsache, dass man die Dokumente, was auf den Dokumenten steht, einfach erfassen kann und kennt, kann man einfach die Dokumente ganz anders organisieren. Man kann viel mehr finden. Mit IT-Möglichkeiten haben wir ganz neue Möglichkeiten, einfach im Grunde genommen die Dokumente wieder zusammen zu bringen und neue Zusammenhänge auch zu finden, die vorher nicht möglich waren. Wie viele Leute arbeiten daran? Es sind insgesamt über 200 Leute, die bei den Arolsen Archives arbeiten. Und die meisten arbeiten noch in der, würde ich sagen, traditionellen Tätigkeit des Hauses. Und das ist im Grunde genommen, persönliche Anfragen zu beantworten. Irgendjemand aus Sydney zum Beispiel stellt eine Anfrage zu einem Großonkel und dann wird bei uns recherchiert und das wird beantwortet. Weil leider ist das Archiv noch nicht so, dass es online komplett sehr gut erschlossen ist. Aber wir werden dahin kommen. Céline Vier, wie haben Sie als Französin empfunden, als Sie an diesem Objekt gearbeitet haben? En tant que Française. Halten Sie ein bisschen näher ran. Oui. Eh bien, j'étais heureuse justement de participer à la traduction de ces récits en allemand, puisqu'en fait, les récits prenaient une dimension franco-allemande, et je pense que c'est ce qu'on veut atteindre aujourd'hui. Et ça a permis de les intégrer dans un travail de mémoire. Et j'espère justement que notre projet va servir et qui va venir appuyer la transmission de la mémoire. Et en tant que Française, je suis heureuse qu'il ait pris une autre dimension. Frau von Treschow, darf ich Sie kurz auch mal bitten? Sie haben ja, vielleicht können Sie mal hier kurz vorkommen. Sie haben ja die Initiative dazu gehabt. Wie kommt eine Romanistin dazu? Ja, zunächst permettez-moi de vous remercier, vous, Monsieur Wickert, Madame la Professeure Gesine Schwan et l'ambassadrice Madame Descôtes pour le prix qui nous est remis aujourd'hui. Wie ich dazu kam, dazu gibt es drei Gründe. Ich bin Romanistin, Professorin für Romanistik. Das ist das Erste. Das Zweite ist tatsächlich die Digitalisierung, die völlig zu Recht Herr Bütow erwähnt hat. Und das Dritte ist die Zukunft. Als Romanistin habe ich Lettres Modernes in Frankreich studiert und Herr Wickert Ihre Bücher gelesen. Frankreich, die wunderbare Illusion. Und Gott schuf Paris. Vom Glück. Sind alle noch erhältlich? Wir hatten das abgesprochen. Nein. Also vom Glück, Franzose zu sein, ist es das. Ja. Gut, Herr Wickert, wir haben Gemeinsamkeiten, wir haben Unterschiede. Ich dachte darüber nach, vom Glück Französin zu sein. Ich sinnierte, ich sagte mir, vom Glück Deutsche zu sein, geht das? Vom Schicksal Deutsche zu sein, dabei wollte ich nicht stehen bleiben. Und dann dachte ich mir, von der Chance Deutsche zu sein. Und ich habe in diesem Moment, glaube ich, für mich beschlossen, ich bin in der Vermittlung tätig. Ich möchte zwischen den Kulturen vermitteln und das klingt sogar noch zu weit weg. Sie sind ja ineinander, sie stehen ineinander. Das war schon mal der Auslöser. Dann in diesem Zusammenhang die Forschungen zu Flossenbürg, zu den Überlebenden, den Französinnen, Franzosen, aber auch Belgiern, Belgierinnen in Flossenbürg, die Studien und meine Tätigkeit als Professorin an der Uni. Und in diesem Moment habe ich gedacht, ich möchte nicht nur das vermitteln und sozusagen ein gewisses Wissen generieren und das generieren, was Frau Schwan immer unterstreicht, nämlich lernen, Argumentationen zu durchschauen,
die hinter den Fakten stehen, sondern auch die Studierenden so weit bringen, sich zu fragen, was machen wir denn jetzt mit dem Wissen? Was passiert dann? Und hier kam mir sehr zu Pass das neue Medium Podcast. Das Medium Podcast zeigt nämlich, dass Literatur nicht nur Buchstaben auf Papier sind, sondern in Wahrheit das Gehirn mitliest, also die Sprachmelodie hört, den ganzen Wortschatz, den ganzen Reichtum, die ganze Perspektivierung. Und diese innere Stimme nach außen zu tragen, ist für mich das Fantastische an den Podcasts. Da kamen natürlich jetzt die Studierenden ins Spiel, denn meine Idee war auch, dass diejenigen, die später die Podcasts hören sollen, es sozusagen für ihre generationelle Gruppe, wenn ich das aufgreifen darf, auch selber schaffen sollen. Also, dass nicht wir immer das machen für die Jüngeren, sondern diese Jüngeren, die auch schon erwachsen sind, es selbst machen. Und dass sie dadurch das Faktenwissen, was sie kennengelernt haben, die Texte, die sie übersetzt haben, hineintragen in eine Zukunft. Das, was in den Podcasts überliefert wird, muss stimmen. Da gibt es bei diesem Thema kein Pardon. Das heißt, es mussten alle historischen Fakten natürlich überprüft werden und selbst eben aus den Archiven alles herbeigesorgt werden und das in ein Skript gesetzt, was sie selbst verfasst haben. Das ist die Arbeit. Ganz am Ende möchte ich aber sagen, ne, also natürlich dazu gehört die Energie, aber es gibt hier auch, wir haben ja unter uns den Komponisten für die Musik, den Grafiker, der die Webseite gemacht hat, die man im Internet sehen kann. Also ein ganzes Team, Thomas Muggenthaler, der Bayerische Rundfunk, der die Skripterstellung begleitet hat. Also dazu können die Studierenden sehr viel mehr sagen als ich, denn da habe ich mich rausgehalten. Ich habe mehr sozusagen im Hintergrund Energie verschenkt. Das ist ganz Antwort. Lieben Dank, wunderbar. Danke Ihnen. Erzählen Sie doch mal, wie denn die Arbeit ging. Jetzt haben wir gehört, es war ein Riesenwerk. Wie sind Sie zugange? Wie haben Sie recherchiert? Sie haben ja auch mit den Arolsen Archives zusammengearbeitet. Das stimmt, genau. Wir hatten uns aufgeteilt in Schwerpunktgruppen, wer beschäftigt sich mit welchem Autor und haben dann die Texte gelesen. Dabei war die Frage sehr, ja, die Frage, die unser Hilfsfaden war, wie wir vorgehen, welche Textstellen sind uns am stärksten in Erinnerung geblieben. Und damit haben wir dann gearbeitet. Das ist im Prinzip. Ja, Sie mussten die Textstellen ja erstmal herstellen. Die Textstellen, die. Also ja, okay. Wir hatten einmal die Zitate, ja. Mit denen haben wir gearbeitet. Wie sind Sie an die Zitate gekommen? Die hatten wir in der Bibliothek gesucht. Die waren schon verfügbar, weil. Genau, also Frau von Trescu hat sie in mühsamer Arbeit besorgt für uns und diese Arbeit mussten wir nicht mehr leisten. Wir durften sie uns nur in der Bibliothek suchen und bereitstellen, wie wir damit arbeiten können, also scannen und kopieren, anstreichen. Nur ein angestrichener Text ist ein gelesener Text. Und letztendlich, wie wir bei der Skriptenerstellung vorgegangen sind, wir haben in Bausteinen gedacht. Wir haben gewusst, es gibt Sprecher 1, Sprecher 2 und dann die Textpassagen. Wir wussten, die Textpassagen dürfen nicht zu lange sein. Ich glaube, 15 Zeilen war ein Richtwert. Und Sprecher 1 sollte immer allgemein hinführen und Sprecher 2 zur Person hinführen, zur Textstelle, zum Zitat. Genau. Und wozu brauchten Sie die Recherchen mit den Arolsen Archives? Da konnten wir genau nachlesen, welcher Häftling wann wo angekommen ist, welche persönlichen Gegenstände ihnen abgenommen wurden oder auch interessant, manche haben ja auch etwas empfangen. Beispielsweise hat die belgische Botschaft Vitamintabletten für belgische Häftlinge in Flossenbürg gesendet, also all diese Hintergrundinformationen, um sozusagen die Sprecher Stimmen mit Fakten zu unterfüttern. Genau.
Kommen solche Anfragen häufiger an Sie, Frau Asele? Ja, noch nicht genug, glaube ich. Es müssen noch mehr kommen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass auch dieser Preis auch an Sie verliehen worden ist, weil ich glaube, es ist wichtig, dass solche Initiativen im Grunde genommen geehrt, gewürdigt werden und Unterstützung, auch finanzielle und andere Unterstützung kriegen, weil nur so lebt tatsächlich Erinnerung. Und wir sind da in dem Fall wirklich, finde ich, wirklich als Dienstleister und sollen schnell und zügig Dokumente zur Verfügung stellen und historischen eigentlich Zusammenhänge mit historischen Zusammenhängen und Fakten einfach unterstützen. Ja. Frau Wier, was war hauptsächlich in dieser Arbeit hauptsächlich Ihre Arbeit? Je me suis particulièrement penchée sur sur le récit de Léon Calembert. Qui m'a beaucoup touchée, bien sûr. Et ensuite, ce qui était très intéressant, c'est que, par exemple, les étudiants allemands lisaient les parties du script en français et inversement, ce qui donne aussi une force à ce côté interculturel. Et comme vous avez pu l'entendre, bon, ça s'entend bien sûr à l'accent. Voilà, mais je dois dire que c'était particulièrement un travail de groupe. On n'a pas travaillé chacun de notre côté, et c'est pour ça aussi qu'on a une pensée pour eux aujourd'hui, parce que je pense qu'ils nous regardent en live, et je pense à tous nos camarades, parce que c'était un travail d'équipe. Et d'ailleurs, ce travail a dépassé le cadre du séminaire. C'était vraiment un investissement quasi quotidien. Et je pense qu'on en a beaucoup parlé aussi dans notre entourage, parce qu'on s'est senti très investi. Et pour ça, j'aimerais remercier professeure Isabella Fontresco, puisque c'était une réelle opportunité qu'elle nous a offerte. Et d'autant plus qu'on est allé sur place, dans le camp de Flossenbürg. Voilà. Et vous avez aussi encore rencontré des gens qui y étaient Qui étaient dans le camp, vous dites? Ah oui, il y a eu le... Pardon. Alors, Odette Spingarn, c'est une de nos camarades qui a réalisé son interview. Elle est décédée récemment, en mars 2020, si je ne me trompe pas. Voilà. Sie haben ja als Französin an einem deutschen Projekt teilgenommen. Wird dieses Projekt auch in Frankreich wahrgenommen? Pour l'instant, non. Mais justement, je pense que le prix de l'Académie de Berlin va nous permettre a déjà donné un coup de projecteur, a mis un coup de projecteur sur notre projet, et on espère le porter un peu plus loin. Et de faire en sorte qu'il devienne un outil, disons, éducatif. Voilà. Frau Asele, wenn Sie sich wünschten könnten, was müsste für Ihr AKS passieren, damit Sie alles umsetzen können, was Sie sich vorstellen? Ernste Frage. ja, wenn ich mir wünschen könnte heute, ist, dass Sie alle, die anwesend sind, sich unser Projekt Every Name Counts anschauen. Wir sind zurzeit auf der Suche nach Medienpartnern und nach Partnern. Nächstes Jahr wollen wir eine sehr große Öffentlichkeitskampagne starten. Und dazu werden jüngere Leute, jünger als ich, Leute ihr Gesicht verleihen und sich dafür einsetzen, für Every Name Counts, für dieses digitale Denkmal, aber damit gleichzeitig ein Zeichen für Respekt, Vielfalt und Demokratie setzen. Und dafür brauchen wir Unterstützungssponsoren. Wir werden von der Bundesregierung sehr großzügig finanziert, aber da braucht man noch mehr und noch mehr, sagen wir mal, in überall zu gelangen. Und dazu gibt es auch eine Bildungskampagne. Und wir wollen nächstes Jahr über 200.000 Schülern erreichen. Und da brauchen wir auch Partner, also Städte, Schulen, Universitäten. Also ja, ich brauche noch mehr Reichweite im Grunde genommen. nicht für mich, nicht für die Arolsen Archives, aber weil ich glaube wirklich, dass
Das Archiv ist so groß, es sind so viele Biografien, die enthalten drin sind. Da kann man wirklich, und ich glaube wirklich, Erinnerung funktioniert nur, wenn man persönlichen Zugang dazu hat, wenn es einen emotional berührt. Und das tut es wesentlich besser, wenn es zum Beispiel jemand aus meiner Stadt ist. Oder, na, das kennen Sie auch, Herr Skribeleit, wenn es wirklich lokal oder jemand aus meinem Alter ist. Und wenn wir das schaffen, diese ganzen Biografien zu erschließen, haben wir so viel mehr Chancen, einfach diese Berührungspunkte zu finden. Und dafür ist es da. Damit tatsächlich jeder heute sich fragt, was wäre mit mir passiert? Was wäre aus meiner Familie? Was wäre mit meinen Kindern? Was hätte ich getan? Und das heißt auch, was tue ich heute? Wenn ich heute sehe, wie jemand einfach rassistisch einfach beschimpft werden wird oder wenn mit jemandem einfach schlecht umgegangen wird. Was ist meine Haltung heute? Und deswegen wünsche ich mir wirklich, dass wir aus den Mauern des Archivs, aus diesen Dokumenten wirklich in die Gesellschaft reingehen. Also deswegen, ja, das wäre mein großer Wunsch. Frau Bauser, Sie sind ja jetzt Referendarin, das heißt, Sie sind nicht mehr an der Universität. Hat diese Arbeit Sie geprägt, dass Sie sagen werden, es wird in mein künftiges Leben und in meine Arbeit etwas übertragen? Ja, auf jeden Fall sehr. Ich habe einen neuen Zugang gewonnen zur Erinnerungsarbeit. Wir haben im Seminar oft darüber gesprochen, ja, wir lernen in der Oberstufe in Geschichte oder auch in der Mittelstufe so viel über den Nationalsozialismus, das reicht irgendwann mal. Wir hatten ein Gefühl der Sättigung. Aber an der Universität habe ich gesehen, dass die Arbeit mit Biografien unendlich ist. Biografien gehen wahnsinnig nahe und man möchte nicht mehr aufhören, sich mit Biografien zu beschäftigen. Es ist einfach sehr bewegend und ich habe auch gelernt in dem Seminar dass, und in der Arbeit mit den Podcasts, das verdauen zu können, was man da sieht, dass ich dosieren kann, wie viel ich mir zumute, in welcher Situation und sehe es auch als meinen Auftrag, das jetzt an die Schüler hinzutragen und mit ihnen da zu arbeiten. Ja. Sie sind jetzt wieder in Frankreich. Was machen Sie da? Je suis retournée vivre en France, effectivement. Mais je ne pars pas l'espoir de traverser la frontière et de garder ce côté franco-allemand. J'aimerais... Ce serait, voilà, j'aimerais pouvoir poursuivre aussi le projet que l'on a entrepris il y a deux ans. C'est un grand espoir et je pense qu'on tient quelque chose de concret dans le sens où on entre dans une nouvelle ère de la mémoire et notre projet permettra aussi de rapprocher les archives des élèves, des étudiants. Et je suis très heureuse aussi d'en savoir plus sur votre propre engagement. Voilà, je souhaiterais poursuivre, toucher plus d'institutions et du côté français. Et comment est-ce qu'ils réagissent les Français, vos amis? Alors, mes amis... Mes amis sont très heureux pour moi. les Français, de manière générale, je pense que la question est débattue actuellement parce que il faut absolument renouveler l'approche que l'on a de l'histoire de la Shoah. C'est une question de société. C'est une question très importante. Et plus on écoute les professeurs parler, plus on a l'impression qu'ils butent un peu sur l'approche qu'ils devraient avoir. Et pourtant, les enseignants sont les premiers à apporter des connaissances à ce sujet. Et aussi, ils sont là pour,
pour contrer ce qu'on peut trouver sur le net et pour rapprocher les étudiants, les élèves de cette histoire. On va utiliser leurs propres outils qui sont Internet ou bien les podcasts, qui est sûrement un média d'avenir. Voilà. Alors, je ne sais pas quelle est tout à fait l'approche des Français, mais je pense que nous, on peut leur apporter quelque chose. Ganz lieben Dank an die drei Preisträgerinnen. Auch liebe Frau von Trestburg, ganz herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, wir sind ja jetzt von unserer Schirmherrin zum Empfang nach drüben geboten. Anne-Marie, gehen wir hier vorne in den Eingang oder in der Wilhelmstraße? Hier vorne. Es gibt zwei Eingänge. Sie gehen einfach schräg gegenüber in die französische Botschaft und dann sind wir sehr gerne wieder bei dir zu Gast. Merci beaucoup. Ihnen einen ganz lieben Dank und ein ganz kleines Wort von mir. Ich habe irgendwann gelernt, das Wort Holocaust nicht mehr zu benutzen. Ich habe auch in den Moderationen bei den Tagesthemen nie Holocaust gesagt. Ich habe immer Judenvernichtung gesagt. Und dann bekam ich Post. Wie können Sie dieses Wort benutzen? Das klingt wie Unkrautvernichtung. Dann habe ich geantwortet, das sollte es auch sein. Und ich habe jetzt deswegen das Wort nicht benutzt, weil es für mich eine Schutzschiffer war, nicht das Schreckliche nennen zu müssen. Das Wort Holocaust ist bei uns ja erst in den Sprachgebrauch gekommen durch eine Hollywood-Serie Ende der 70er Jahre. Und als ich eines Tages in den Tagesthemen sagte, Holocaust, das bedeutet, sagte der dabei sitzende Nachrichtensprecher hinterher zu mir, jetzt weiß ich endlich, was es ist. Und das zeigt mir, dass eben gerade immer wieder die Benutzung von solchen Chiffren das Schreckliche verdeckt. Also insofern bleibe ich dabei. Ihnen vielen Dank und bis gleich. Applaus